Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Katja Krasavitz hat ja, oder Krasavitze, wie auch immer ihr sie hier nehmen wollt, hat ja einen Song gemacht. Ich will nicht ein Reaction-Video rum machen, weil mich das auch völlig, eigentlich gar nicht interessiert, ne? Ich wollte auch kein Video darüber machen, eigentlich. Aber dann fiel mir was auf, wo ich das Lied halt in der YouTube-Suche eingegeben habe, habe ich das Lied gesucht, ne? Ganz normal. Dann gebe ich das halt ein, ihr seht das jetzt wahrscheinlich im Hintergrund, habe ich das jetzt eingegeben. Und das erste, was kommt, ist ein Reaction. Und das nächste, was kommt, ist eine Reaction. Das dritte, was kommt, ist eine Reaction. Und das vierte, was kommt, ist eine Reaction. Ich frag mich jetzt, wieso? Wieso muss jeder YouTuber, der irgendwie ansatzweise Klicks haben will, über so einen Scheiß reagieren? Ich verstehe ja, Ungespielt macht zurzeit die ganze Zeit so Reaction-Videos. Oder halt in den Stream und lädt dann auf YouTube hoch. Aber muss das irgendwie jeder ausnutzen, nur weil sie jetzt ein Lied hochgeladen hat und darüber reacten? Ich verstehe das nicht. Wir können jetzt mal gucken, wie viele Videos es braucht, bis wir das Original finden, okay? Wir zählen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2000 Jahre später. 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49. Ja, ich könnte jetzt einfach so weitermachen, wie ich will. Wir können von mir aus ein bisschen mehr weiterspulen. So, Muscle Scoppin war übrigens der Erste, der darüber reacted hat. Das weiß irgendwie auch jeder. Irgendwie. Wir können ja mal Official eingeben, ne? Und da kommt sie jetzt als Erstes. Das ist ja ganz normal, ne? Aber jetzt die Frage ist, wieso, wenn man das Lied sucht, ohne Official da hinten einzugeben, brauche ich mindestens 40 Videos, die ich mir erstmal durchschauen muss, ob das jetzt auch das Richtige ist, um ein Video anzugucken, was ich eigentlich angucken will. Warum? Warum muss jeder zweite YouTuber darüber reacten? Ich verstehe das nicht. Wieso? Erklärt mir das mal. Ich kann darüber mich so aufregen, das ist nicht normal. Ist übrigens seit 8 Stunden draußen bei mir. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Ich schätze aber mal am Montag. Nein, ich will nicht das Video angucken. Naja, das war's jetzt eigentlich auch mit dem Video. Ich wollte eigentlich nur euch mal zeigen, wie YouTube irgendwie zurzeit läuft. Es geht nur auf den, sagen wir mal, auf den Nacken von den anderen. Wenn einer irgendwas hochlädt, was ansatzweise Klicks bringen sollte, muss man ein React darüber machen, weil sonst ist es ja nicht ausgenutzt, oder? Diese Scheißigkeit muss man ja ausnutzen anscheinend. Klar, das Lied von Katja habe ich mir jetzt angehört, ist an sich nicht schlecht. Ja, Kontext, ja, ist scheiße, ja. Geht ja nur über Sex. Ist ganz normal, was man halt von Katja kennt. Und, ja, mehr war es eigentlich auch nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält, weil das fuckt mich irgendwie ab. Aber wie gesagt, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, was ihr darüber hält. Aber ihr könnt auch auf diesem Video ein Like lassen, damit ich weiß, dass euch solche Videos auch mal gefallen. Auf jeden Fall. Haut rein, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.